den Fragen der Zeit. Mir geht's wie euch. Zu den Fragen der Zeit fällt mir auch nur mehr Unsinn ein. Aber ich hoffe, es gibt in der Leipziger Straße in Frankfurt an der Bockenheimer Warte noch die Imbissstube, wo ich oft mit meinen Freunden, den Nachtwächtern und Schlafwandlern hockte und über Bier und Pommes frites die Frage erörterte, ob Dorothy den tödlichen Schuss nicht doch in den Rücken gekriegt hat. Und soviel ich noch weiß, wurden wir uns nie einig und vielleicht spielt es auch wirklich keine Rolle mehr. Fragen der Zeit. Oder gab es immer ein paar bediente Mädchen, man musste nur aufpassen, dass man keinem von den harten Jungs mit dem weichen Leder in die Quere kam. Aber sonst war da oft eine gute Stimmung, viel Bier, viel Gelächter und noch spät nachts eine knackige Wurst und immer die neuesten Platten in der Box und um die Ecke die neueste Basisarbeit der Studenten, besetzte Häuser, in denen man manchmal unsäglich vor, aber fast nie allein im Bett lag. Zu den Fragen der Zeit. Noch Hunger hatte und wie oft hatten wir Hunger, gab es genug Eierautomaten in der Gegend, die man knacken konnte. Einfach mit dem Stein drauf und die Eier raus und gerannt. Und dann wieder die seltsam friedlichen Stunden am Wasserhäuschen, wenn man glaubte, das Leben läuft rückwärts und die Welt wie eine Flocke Eigelb war, so leicht, so sanft. Mit dem grünen Laub und den Mädchen, die man für ihr Lächeln liebte. Die Fragen der Zeit so klar wie der Schluck Wasser für einen durstigen Freund. Zu den Fragen der Zeit. Zu den Fragen der Zeit. Zu den Fragen der Zeit.